Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Enslaved Odyssey to the West. Genauer gesagt zum zweiten Kapitel. Mein Name ist Siegel26, heute geht es weiter. Und zwar haben wir im letzten Part unser Sklavenstirnband erhalten, was ja eigentlich nicht so pralle ist. Das gute Mädchen hat es uns gegeben, damit wir sie nach Hause bringen können. Und mal schauen, was jetzt so passiert. Ihr erster Befehl war, ihr zu folgen. Das müssen ihr selber tun. Weiter geht's. Hey, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja, wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Toll. Also die Landung hat dich ganz schön mitgenommen. Also sie hat uns vollständig unter Kontrolle. Sollen wir weiter? Keine Ahnung, wohin wir müssen. Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Ist das der Ausgang? Du leuchtest ein bisschen komisch. Um jede Zeit deine Kidnapperin anzusehen. Irgendwie Kidnapperin? Das ist fast das falsche Wort. Wir haben sie akzeptiert. Gut, ja, man kann es so bezeichnen, aber. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg frei machen? Wir haben sowieso keine andere Wahl, von daher. Wir suchen uns einen Weg. Irgendwie. Wo können wir denn hin? Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwo durchhangeln hier. Schauen wir mal genau hin, wo. Können wir hier hoch vielleicht? Ja, habe ich mir fast gedacht. Auf der anderen Seite ist es, oder? Wo sind diese Rohre? Ah, da vorne ist es. Ich war schon auf der richtigen Seite. Pass auf! Für eine Kidnapperin macht sie sich extrem viele Sorgen. Was war das? Max, sei besser leise. Okay, man sucht uns also schon. Was machen wir denn jetzt? Mach nicht so viel Krach. Oh. Hier ist der Schalter. Das war ein bisschen viel Lärm. Aus dem Weg. Ich kümmere mich darum. Da sind Max. Hi. Das heißt, es kloppen. Sehr schön. Einer ist weg. Zack. Und schon wieder die schöne Slow Motion. Okay. Alles frei. Komm rüber. Dann machen sie mal schön durcheinander hier. Hier kommt die Kidnapperin. Hierdurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Alter, der ist stark. Und es gibt keinen Weg zurück anscheinend. Da das ist Energie. Die roten Punkte sind Erfahrung. Wurde bisher noch nicht erwähnt. Wird vermutlich noch kommen, aber ihr wisst es schon. Was gesagt ist, ist gesagt. Hoppla, was gesagt ist, ist gesagt. Was für ein Urwald hier. Richtig cool. Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Sieht nicht schlecht aus. Dich schnell
wenigstens nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Ich meinte... Ich weiß, was du meinst. Siehst du den Rauch da drüben? Dort ist das Sklavenschiff abgestürzt. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Welche Kiste? Die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Schau dir das mal an. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Es waren noch mehr. Wenn es New York ist, dann sind es 7 Millionen. Was aus ihm geworden ist. Wir schauen uns hier mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir was. Energiepunkte. Irgendwie ruckelt das Spiel gerade ganz leicht. Ja, es kommt, glaube ich, nur von der Kamera. Max. Für eine Kidnapperin hat sie echt wenig Mut. Wo ist eigentlich der andere Mac? Hab ich dich. Ja, ich hab doch gedacht, es sind noch mehr Max. Mehr Schlägerei. Ah, Mist. Ah, Mist. Ah. Komm. Den habe ich paralysiert. Sehr schön. Noch mehr Max. Ah, Mist, ich muss wohl mit schnellen Schlägen beginnen. Guck nicht so grimmig. Das ganze Öl spritzt weg. Sie ist sehr überrascht immer von allem. Gut, er ist mega stark auch. Musst du, wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen. Und zwar sofort. Okay. Ich verstehe. Eine spezielle Situation eigentlich. Weil sie ist ja eigentlich die Kidnapperin und wir geben ihr Befehle. Gehen wir. Okay, jetzt geben wir ihr Befehle. Und sie hat uns das Sklavensternband gegeben. Ist auch ein bisschen scheiße, ne? Ich glaube, wir können da lang. Ah ja, liebe Leute, es tut mir ein bisschen leid wegen dem Sound. Der ist ziemlich unausgewogen vom Spiel her, aber... Ich habe da ein bisschen runtergeschraubt, ganz allgemein, aber irgendwie ist es trotzdem sehr unausgewogen. Aber es geht einigermaßen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wenn ich es ändern soll, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Jetzt geht ihr weiter in die nächste Ebene unten, Mac. Sie sind ein Mac erledigt. Oh, jetzt hatten wir ein bisschen Glück. Gut, der wäre auch weg. Das war knapp. Was hast du da gemacht? Ist ein EMP-Puls.
Habe ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Sie kann sich wenigstens ein klein bisschen verteidigen, aber sie kann nicht angreifen. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturz. Ich habe gerade gemerkt, ich habe den Popschutz nicht dran. Naja. Kann passieren. Halb so wild, würde ich sagen. Max! Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenke sie ab. Dann rennst du los. Schnell rüberrennen. Mein EMP funktioniert wieder. Hey! Lauf! Hey! 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 Komm! Ist sie rüber? Ah ja, sie ist da. Hab's nicht gesehen, okay? Meine Güte. Weiter geht's hier in diesem Dschungel. Ja, es gab ich noch so eine Situation. Aber wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Dann basteln wir mal einen Köder. Okay, ich hab's. Los! Schnell, schnell! Es wird schwächer! Vorsicht! Oh, oh, Schild, 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 Schild. Okay! Voll geladen! Lenk ihn ab! Hey! Ah, sie muss, macht den Köder momentan. Da muss ich... So, lauf! Komm schon! Er kann die Tür nicht hacken! Keine Deckung! Okay, überlass das mir! Ich schalte die Max aus! Jetzt möchte die Max trotzdem ausradieren. Ja, wenn er meint, dann machen wir es auch. Alter, da unten ist viel Erfahrung. Dich eigentlich holen. Da hinten ist auch was. Ah nein, ihr könnt mir wieder hoch. Alter, 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 das war etwas Scheißentscheidung, glaube ich. Hier ist ja Energie. Ich glaube, die wussten, dass man sie hier verliert. Ich kann den Köder einsetzen. Dann setzt den Köder mal bitte ein. Alter, ich weiß eigentlich nicht, wohin. Vorsicht! Wo muss ich denn hin? Ah. Kannst du noch einen Köder einsetzen? Okay! Voll geladen! Leg ihn ab! Gut. Er muss... Sie muss ihre Max ablenken. Sehr schön. Wir sind rüber. Wir können die Max nun angreifen. Das war jetzt etwas bescheuert, eigentlich so anzugreifen. Naja, man könnte es bestimmt noch beschissener anstellen. So, lenk sie nochmal bitte ab. Sehr schön. Kann sie die Tür wenigstens hacken. Diese helle Silhouette immer, nur dass man sie sieht. Wir müssen natürlich jetzt wieder zurück. Es gibt keinen Weg, keinen anderen Weg zurück. Ich finde es übrigens schön, dass sie jetzt hier die Kamera gedreht haben, wo wir jetzt zurückgehen. Das gefällt mir. Aber es ist schon recht krass, weil wenn sie stirbt, dann sterben wir auch. Das ist schon ein bisschen hart irgendwie. Ja, hack das Ding. Hier kommen bestimmt auch Max, oder?
Ist ziemlich ruhig hier. Wir kommen wieder in den nächsten Abschnitt. Wo rennst du hin? Wow. Ein riesiger Baum. Schau dir den Baum an. Der ist bestimmt hunderte von Jahren alt. Libellen. Mechanische Libellen. Gib mir diese Punkte. Die werden wir noch brauchen. Ja, ich komme ja schon. Wir folgen dir. Aber wir wissen zwar nicht, was du machen möchtest, aber wir folgen dir. Du musst mir eine fangen. Wovon zum Teufel redest du da? Ich befehle es dir nicht. Ich bitte dich.